jetzt gleich ein bisschen ruhiger. Der. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Ölwechsel. Einmal da, Mittendifferential, Verteilergetriebe, vorderen Differential und Motor. Und gleichzeitig gucken wir ein bisschen nur den allgemeinen Zustand hier. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Öl da rauskommt. Das Öl sieht noch gut aus hier. Die war gar nicht fest. Ist okay. Die war nur so, naja, so ein kleines Fingerauge gezogen. Schnappen. Ja, ganz so klar ist es dann doch nicht mehr. So, was haben wir hier? Leicht metallisch, aber alles ganz fein. Also was Zeit. So, wenn wir da mal wieder neue Brühe reinmachen. Wie gesagt, die Schraube, die war nicht fest. Die war so ganz handwarm angezogen. So machen die auch nicht viel fester. So, bis es da wieder rausläuft. Die Pumpe macht das Öl ein bisschen schaumig, das heißt, ich warte mal, bis der Schaum sich gelöscht hat da drin. So, Schräubchen wieder rein. Mit ein bisschen Gefühl. Und weiter geht's. So, dann gehen wir mal ran ans Verteilergetriebe. So, da haben wir hier die Ablassschraube und da die Füllschraube. Wird zur Schlammschlacht. Ist noch nicht lang hier. Ah, ja.
dient uns. Genau in der Ebene. Ja, das Edel ist auch noch ziemlich klar. Das war eigentlich schlimmer vorgestellt. Die Schnitzhaare voll. Ich liebe die Sauerei. Ist eine Schweinerei da dran, ey. Alles ungeschnitten. Macht mir alle Jahre immer wieder. Das nächste Mal ist in 2 Jahren. Also. Nicht die 10.000. Das Auto hat jetzt 50.000 Kilometer. Und die leider. Mit Gehirn an? Ja, mit hoher Gewalt. Ja. Schon gewechselt, schon eine Weile her.
deinen Kanister zurecht, ich schmiede dir nicht über. So, das ist am allereinfachsten, da kommt man gut dran. Einfüllen tue ich von oben. Da haben wir ja dieses Füllrohr drin. Also, ob man das hier erkennen kann auf dem Video, glaube ich nicht. Jetzt habe ich hier das Füllrohr verbaut, schon vor einiger Zeit. Das macht es einfach. So, vor lauter Laute haben wir jetzt vergessen zu zeigen, wie wir es abgelassen haben, aber das ist halt, wenn Brühe rausläuft, sieht es mir gleich aus. Ablassschraube und hier oben sitzt die Füllschraube bzw. Kontrollschraube. Wir füllen dann mal wieder. Anscheinend sind wir voll. Was eine Sauerei. Du lebst das Ehl der Ärmel nun. Gut, dann machen wir das wieder fest. Und dann müssen wir morgen noch Motoröl tauschen. Und dann noch Getriebe im Hoffeln. Das ist nämlich noch leer. Das geht mir nicht, weil ich wieder eine Fettlung drin habe. Ich schon jetzt keine Verlängerung, damit stirbt mit alles am Morgen. So, mit ein bisschen Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob Kupferringe drin sind, weiß ich gar nicht. Kann man vielleicht mal jemand in die Kommentare schreiben. So, jetzt brauchen wir noch einen Lappen. Da fallen noch die Lehmklumpen raus.
So, morgen machen wir weiter. Wie gesagt, morgen noch Getriebeöl auffüllen und dann machen wir noch Motoröl wechseln. So, ein bisschen lecker Brühe. Immer noch ein bisschen Licht. Bestimmt. So, das geht jetzt ein bisschen langsam, das Ganze. Weil kleiner Trichter. Mühsam ernährt sich das Murmeltier. So, zwischendurch tun wir noch ein bisschen Motoröl dann für bei der Gelegenheit. Weil das ist ja auch leer. Das ist so groß. Also. Ich glaube, das reicht schon. Ja. Gut, der Filter ist noch leer. Geht noch ein bisschen was in den Filter. Jo, gucken wir mal. Gut, jetzt messen wir das nochmal nach und füllen es gegebenenfalls noch ein bisschen nach, aber ich denke, das passt. Ja, dann ist der Kleine wieder schick. Noch morgen drehen wir mal eine kleine Runde, gucken nochmal mal um Öl. Aber vorher muss ich ihn hier von der Bühne runter basteln. Naja, es geht schon. Ich wünsche euch was.